herzlich willkommen zur nächsten Runde. Diesmal sind wir auf der Neon Top Party. Das heißt, ich hoffe, mein Controller hat jetzt noch genügend Energie. Und wir haben wohl wieder ein ganzes Pfund. Hier Securities, die dran stehen. Und da ist ein Strom. Oh! Das hat sich mal gelohnt. Da haben wir gleich ein ganzes Pfund hier gekriegt. Was können wir hier draußen machen? Oder wird das einfach wieder ein Raum sein, wo wir die recht gut... Gibt es hier auch noch irgendwelche Spezialfächer? Ah, ich kann Opfer hier runterschmeißen. Hopp, dann nehmen wir gerade ihn mal mit. Testen wir mal. Oh, es geht sogar recht gut. Das heißt, wir können alle Betrunkenen einfach darunter tragen. Und uns passiert nichts. Nehmen wir ihn. Flugsaurier. Oh! So, da noch einer. Mit dem hier kriegen wir den auch mit. Müsste lang genug schlafen. Ist wirklich echt effektiv so. Du bist sehr blau. Bin ich das? Okay. Ah, guck mal, da drüben gibt es wieder eine Bohle. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und ich glaube, wenn die Securities gerade so dran stehen. Na, okay. Ah, so. Nein, habe ich mich jetzt selber? Nee, ich lebe noch, Gott sei Dank. Aber da drüben wird gleich einer sterben. So, du schläfst hier nicht auf dieser Party. So, guten Flug. Kann ich die beiden da unten eigentlich auch? Ja, ich kann. Okay, was ist denn hier los mit denen hier? Oh shit, ich hoffe, die haben mich jetzt nicht entdeckt. Ich tanze hier einfach ein bisschen mit. Ein Betäubungsgas. Kann ich hier alle auf einmal umbringen? Das wäre natürlich krass. Jawohl! Oh, das war ein Suizid. Nicht Suizid. So, und sobald die da drüben entdecken, können wir hier so lange hier drüben ein paar Rolls schmeißen. Wie viele fehlen uns noch? 20 Stück brauchen wir noch. 19. Das war echt effektiv da drüben mit der Bombe. Aber jetzt sammeln sie sich alle hier drüben, weil sie da drüben Angst haben, natürlich als Tatverdächtige zum Gelten. Oh, Entschuldigung! Mein Fehler. Ach, da können wir auch jemanden in der Häcksel reintun. So, da drüben schlafen doch noch zwei. Die nehmen wir auch mal mit. Oh, du bist arg betrunken. Es fällt natürlich überhaupt nicht auf, dass ich jemand hier einfach so rumtrage. Na guck, da schläft schon der Nächste.
So, die beiden. Okay, wie machen wir das mit denen auf der Tanzfläche? Wir müssen die jetzt mal hier ein bisschen separieren. Die stehen alle recht nah. Ah, guck mal, ich kann den hier auch wieder in den Brand setzen. Gehen wir lieber mal weg hier. Okay, der steht da recht gut dran. Oh! Schnell loswerden. Also mit den Zweien hier. Ach, komm, komm, komm. So. Flugreise gewonnen. Auch für dich, mein Freund. Dich nehme ich mit. So. Ich glaube, die kommt mir doch entgegen. Hi. Komm einfach mir nach. Hat ein bisschen so das Outfit hier wie Fünftes Element, oder? So, läuft er hier nach hinten? Yep. Ach komm, ich trag dich einfach, das geht eh schneller. Zack. Wer kommt da noch? Nee, die kommt auch noch. Okay, wie viele sind es noch? 7 Stück. Hier die Age-Zwillinge. Haben wir fast nur noch Twins hier, oder was? Den da hinten können wir sicherlich machen jetzt. Komm. Oh, schnell raus. Na komm, den kriegen wir auch weg. Ich will tanzen, verschwindet, lauf. Ups, mein Controller ist leer. Stecken wir schnell um. Gott sei Dank hat mir da keiner Prügel jetzt irgendwie angedroht. So, den schnell rein. Dann stechen wir den ab. Und jetzt sind es nur noch 2. Die kriegen wir doch so, oder? Ja. Haut der da einfach ab. So, und als letztes wieder ein DJ. Und damit haben wir auch dieses Level geschafft. Zack. Ja, das war Rooftop Party oder Neon irgendwas Party. Und ich bin schon sehr Neon Top Party. Neon Party. Okay, dann viel Spaß jetzt mit der Zwischensequenz und wir sehen uns dann direkt zum nächsten Level. Bis dann, ciao, ciao. And then there was nothing. Months and months of goddamn nothing. Just frustrating goddamn silence. The shadow had swept through our lives and then hidden away like the yellow-bellied piece of shit that he is. Mr. West, please, let's stick to the facts. What do you think he was doing during this time? Damned if I know. Tell you what, though, those months dragged and dragged. The papers wanted names. There was severe public unease. The police force was a laughingstock. You'd never guess that one single sicko could rip this country apart so badly.
And then one day, out in the desert, there was an encounter. What kind of encounter? A guy driving late one night told us he nearly hit this guy who stepped out in the middle of the road. Apparently, he didn't say much, although the driver was in shock, as you'd expect. He sort of just threw a flyer at the guy's feet. Said he needed help. Needed help? What kind of help? Said he needed a ride. To a party. On a boat.